Nachdem ich dir vorgestern verraten habe, wie ich für ein fettes Rockbrett meine Gitarren doppel, zeige ich dir heute mal, wie man den berühmten Kreuzhalttrick bei Gitarren hinbekommt. Das heißt, die Gitarre spielt auf der einen Seite und auf der gegenüberliegenden Seite ist dann der Hall von der Gitarre zu finden. Damit kann man seine Gitarren im Mix nochmal größer klingen lassen und dafür sorgen, dass der ganze Mix nicht direkt mit Hall komplett überflutet wird. Allerdings ist für den Trick optimalerweise eine Dual-Mono-Version vom Hall-Plugin erforderlich und die gibt es in Studio One selbstverständlich nicht. Wie du dir aber trotzdem in Studio One ein Dual-Mono-Plugin bauen kannst und für alle anderen DAW-Versteher auch, wie der Kreuzhalttrick am Ende des Tages dann doch klingt, das verrate ich dir in diesem Video. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Ghosthack.de. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und nachdem wir uns am Nikolaustag die volle Dröhnung mit voll gedoppelten Gitarren gegeben haben, wollen wir dem Ganzen heute dann nochmal das Krönchen aufsetzen, indem wir dem Ganzen dann noch den Kreuzhalttrick hinzufügen. Der Kreuzhalttrick ist, wie ich es gerade schon gesagt habe, ja dafür da, dass man auf der einen Seite eine Gitarre hat und auf der gegenüberliegenden Seite, und zwar nur auf der gegenüberliegenden Seite, dann entsprechend den Hall. Bekannt geworden sicherlich bei AC/DC, geht aber natürlich auch, wenn man mehrere Gitarren gedoppelt hat, also nicht nur wie bei AC/DC auf der einen und auf der anderen Seite eine Gitarre, sondern auch mit mehreren Gitarren. Und wie das geht, das wollen wir uns heute mal genau anschauen hier in Studio One. Einziges Problem, ich habe es ja gerade schon gesagt, was man dafür braucht, ist eine Dual-Mono-Version von einem Plugin. Was bedeutet Dual-Mono? Im Prinzip bedeutet das nur, dass man für jede Seite vom Stereo-Panorama eine eigene Instanz vom Hall hat. Das heißt, beide sind unabhängig voneinander. Das heißt, wenn ich da ein Signal reinschicke, dann werden auf beiden Seiten die Hallfahnen unabhängig voneinander bearbeitet. Bedeutet natürlich auch, wenn ich die linke Gitarre auf die rechte Instanz vom Hall schicke oder umgekehrt, dann für dich ist es glaube ich umgekehrt, ne? Wenn ich also die linke, so rum ist es richtig, wenn ich die linke Seite auf die rechte Seite vom Hall schicke, dann habe ich auf der rechten Seite den Hall und auf der linken Seite die Gitarre und dann sind beide voneinander getrennt. Der Hall ist also nur zur Hälfte im Panorama verteilt. Wenn das Ganze dann bei vielen Gitarren passiert, kannst du dir vorstellen, dass wir natürlich nur die Hälfte vom Hall hinzufügen, aber trotzdem ein breiteres Stereobild bekommen werden. So die Theorie. In der Praxis schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Ich habe ja schon gesagt, dass es diese Dual-Mono-Version in Studio One nicht gibt. In Logic ist es ganz einfach. Da kannst du einfach auswählen, welche Variante vom Plugin du wählen möchtest bei einem Stereo-Kanal. Entweder die Stereo- oder die Dual-Mono-Variante. Aber vielleicht ist es auch so gewesen, dass die Entwickler von Studio One gesagt haben, hey, wir haben Hilfsmittel, mit denen man das umsetzen kann. Da brauchen wir das nicht zusätzlich umsetzen. Und dieses Hilfsmittel heißt Splitter. Den Splitter kann man ganz einfach einsetzen und wir machen das jetzt einfach mal zusammen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in die Session und ich verrate dir einfach mal, wie du mit dem Splitter eine Dual-Mono-Version von einem Plugin bauen kannst, also in dem Fall von einem Hall-Plugin. Als erstes hören wir mal kurz rein hier solo in unsere beiden Telecasters, die wir jetzt als Basis mal für den Trick nehmen. Und ja, das ist die Basis für unseren Kreuzhalttrick. Okay, also zwei Gitarren und die sollen dann auf der jeweils gegenüberliegenden Seite einen Hall bekommen. Dazu legen wir jetzt erstmal einen Bus an, auf dem wir diesen Hall draufpacken und machen das am besten hier mit dem Rechtsklick auf einen der Kanäle und dann können wir hier Buskanal hinzufügen, klicken da drauf und am Ende von unserem Mischer wird dann ein Bus angelegt. Der heißt im Moment noch Bus 1 und wir nennen den jetzt einfach mal großzügigerweise Kreuzhall. Das sollte ja wohl das Ziel auf jeden Fall klar machen. Wir geben dem noch eine andere Farbe, ungefähr so grün wie die Gitarren, die wir gebraucht haben und können jetzt hier im Prinzip schon weitermachen. Was wir brauchen, ist der Kanal-Editor, den können wir hier aufrufen, hier unten links mit einem Klick auf diesen kleinen unscheinbaren Knopf, der hier ist. Und wenn ich den Zoom mal rausfahre, dann siehst du hier, dann wird hier unten eingeblendet Kanal-Editor. Ja, so kann man es ein bisschen besser sehen. Ich drücke mal drauf und dann geht ein Fenster auf, da kommt dieses unscheinbare Fenster, das noch nicht wirklich was mit dem Kanal-Editor, mit dem ich arbeiten möchte, zu tun hat. Denn ich möchte mit dem Routing-Teil vom Kanal-Editor arbeiten. Und der geht, wenn man hier auf dieses kleine Zeichen hier drauf geht, direkt neben dem Knopf, da wird dann Routing eingeblendet und dann kommt eine nackte, leere Leinwand im Prinzip, auf der wir jetzt die Reihenfolge von unseren Plugins wahlweise und frei gestalten können im weitesten Sinne. Was wir brauchen, ist der Splitter, habe ich ja gerade schon gesagt. Auch hier wird man nicht zwingend mit dem Mauszeiger direkt eingeladen, da drauf zu klicken. Erst wenn man mit der Maus drüber geht, sieht man, dass man dieses Signal, dieses Zeichen hier anfassen kann mit der Maus und einfach mal reinziehen kann. Und da siehst du, bupp, ist jetzt ein Splitter reingerutscht in unsere nackte Leinwand und da wird das Signal dann aufgeteilt. Split ist ja Englisch, to split heißt aufteilen und wird einmal auf zwei verschiedene Seiten aufgeteilt. Im Moment sind das noch zwei Stereo-Kanalzüge, die man hier jetzt nebeneinander hätte. Wenn wir jetzt aber auf der linken Seite hier Kanalsplit wählen,
da. Dann ist es jetzt plötzlich hier die linke Seite und auf der rechten Seite dann die rechte Seite von unserem Stereosignal, die jetzt separat sind. Und damit haben wir jetzt die beste Möglichkeit, jetzt hier schon quasi das Dual-Mono-Hall-Plugin nachzubauen. Denn wir haben schon mal beide Seiten getrennt mit dem Splitter und können jetzt einfach aus unserem Browser hier ein Hall-Plugin rausziehen. Machen wir mal, gehen wir mal hier auf Effekte und nehmen uns einfach mal das Mixverb hier raus und ziehen das einmal hier rüber. Können das mal kurz öffnen, das Mixverb. Und da siehst du hier ganz normales mitgeliefertes Hall-Plugin. Was du vielleicht beachten solltest, wäre, dass du hier, wenn du es jetzt hier auf dem Bus benutzt, dass du hier beim Mix auf der rechten Seite, dass du das auf 100% stellst. Dass wir also nur den Hall hören und nichts anderes, weil sonst vermischen wir uns so ein bisschen mit dem Stereo-Panorama. Da kommen wir dann ein bisschen durcheinander. Das ist nicht gut, wenn wir auch trockenes Signal hier drin haben. Also hier beim Mix 100% nasses Signal einstellen. Und ich würde sagen, die Größe stellen wir mal so auf, naja, stellen wir mal auf 10%, damit es nicht allzu lange Nachhalt. Das soll es an Einstellungen hier aber dann auch schon gewesen sein. Obwohl wir können die Breite hier noch auf 0 stellen, sehe ich gerade, weil Breite, wir sind ja bei einem Mono-Plugin jetzt hier, können wir das auch umstellen. Gehen wieder hier oben links zurück auf das Routing und da können wir jetzt diesen Hall, den wir jetzt gerade bearbeitet haben, einfach mal bei gehaltener Alt-Taste rüber kopieren auf die rechte Seite und haben jetzt auf beiden Seiten quasi das gleiche Hall-Plugin, aber eben Dual-Mono. Die linke Seite hat ein eigenes Hall-Plugin und die rechte Seite hat ein eigenes Hall-Plugin. Zeit, hier Schluss zu machen und rüber zu gehen zu unseren Kanälen von der Telecaster, die wir gerade mal kurz reingehört haben, denn wir müssen das Signal ja noch dahin schicken. Und jetzt kommen wir zum eigentlich entscheidenden Teil vom Kreuzhall-Trick. Wir müssen nämlich beim Send einstellen, dass das Signal natürlich nur auf einer Seite landet. Machen wir mal eben hier für unsere beiden Kanäle, für die beiden Telecasters, machen wir mal einen Send auf den Kreuzhall. Ist ja ganz einfach, eben mal schnell hier gemacht. Auf Kreuzhall draufklicken, dann wird der Send auch schon angelegt. Und jetzt kommt es tatsächlich, im Moment wird ja unser Signal von der Gitarre erstmal rübergeschickt zu diesem Hallbus. Wir müssen also dafür sorgen, dass es wirklich nur auf der gegenüberliegenden Seite landet. Und da gibt es eine ganz versteckte kleine Geschichte hier bei unserem Send. Du siehst, hier ist der Pegel, den man hier einstellen kann. Der Pegel ist im Moment auf minus 6 dB geschickt oder eingestellt. Und darunter versteckt sich ein kleiner Panoramaregler, der nicht wirklich als solcher erkennbar ist. Wenn ich den Zoom ein bisschen rausfahre, siehst du es. Der steht auf C für Center. Und wenn ich hier nach links gehe, dann wird auf die linke Seite geschickt. Und nach rechts, dann geht auf die rechte Seite. Wir gucken mal kurz, in welchem Kanal wir sind. Die Tele spielt hier auf der linken Seite. Das heißt, wir gehen zurück zu unserem Panorama und stellen ihn auf die Rechtsaußenseite. Und beim rechten Kanal, der auf der rechten Seite steht, stellen wir das Ganze auf die linke Seite. Und so wird jetzt sichergestellt im Send, dass wirklich nur die gegenüberliegende Seite vom Bus bespielt wird und weil wir ja Dual Mono haben, findet auch tatsächlich nur auf der gegenüberliegenden Seite dann auch der Hall statt. Und wir hören mal in die Telecaster hier rein und zwar nur in die linke, wie die klingt, damit du auch mal hören kannst, dass der Hall tatsächlich nur auf der einen Seite ist. Ja, und du hörst tatsächlich, auf der rechten Seite ist jetzt der Nachhall und auf der linken Seite ist das trockene Signal von unserer Gitarre. Zusammen klingen die beiden Gitarren dann so, jeweils mit ihrem Kreuzhall draufgelegt. Ein sehr heller Hall, aber zu Demonstrationszwecken soll das jetzt mal helfen. Du kannst natürlich dann später auch bestimmen, wie der Klang von deinem Hall sein soll. Da ist es ja quasi deiner Kreativität keine Grenze gesetzt. Aber wollen wir das Ganze mal auf die Spitze treiben und machen das mal für die anderen Kanäle gleich mit. Und ich mache jetzt mal einen kleinen Zeitraffer, damit du mir nicht stundenlang dabei zugucken musst, wie ich die Sends jetzt für die nächsten 4 Spuren auch noch mache. Also, los geht's. So, das müsste geklappt haben. Wir müssen die Kanäle noch scharf schalten, damit wir sie auch alle hören können. Und jetzt laufen alle 6 Gitarren quasi auf unseren Kreuzhall. Hören wir doch mal kurz, wie das Ganze zusammen klingt. Und da hört man den kurzen Nachhall nochmal und am besten machen wir das Ganze jetzt mal im Mix. Ne? Und ich regle einfach mal den Hall jetzt nach Geschmack hinzu und schalte dann mal A, B den Hall aus und wieder an, damit du hören kannst, ob das tatsächlich so einen großen Unterschied macht oder nicht. Und ich bin mal gespannt. Du kannst mir ja mal deine Meinung unten in die Kommentare reinschreiben und damit auch gleichzeitig am Gewinnspiel hier im Adventskalender teilnehmen. Was du wohl meinst, ob es dir besser gefällt mit dem Kreuzhalltrick oder weniger gut gefällt oder ob du mehr oder weniger reingegeben hättest, ob du den Hall vielleicht geändert hättest und so weiter. Schreib es einfach mal gerne unten in die Kommentare. Ich mache jetzt mal hier das Solo aus. Und wir hören dann einfach mal rein, wie unsere Gitarren tatsächlich mit dem Kreuzhall klingen. Erstmal ziehe ich ihn runter und dann schiebe ich ihn dazu. Also viel Spaß!
an und aus. Ich finde, man kann tatsächlich hören, dass hier noch ein bisschen was dazugekommen ist und dass man hier tatsächlich den Eindruck hat, dass nochmal eine weitere Dimension für die Gitarren dazugekommen ist. Und dir wünsche ich jetzt viel Spaß beim Ausprobieren mit dem Kreuzhalttrick, beim Rumspielen mit dem Kreuzhalttrick. Der geht natürlich nicht nur für Gitarren, sondern auch für Gesang und für alles andere, was dir einfällt. Dabei viel Spaß und wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yassou!